Mein heutiger Gast auf einen Glückskaffee mit ist Martin Michel. Martin Michel ist Geschäftsführer des Kurhaus, des Rhein-Main-Kongresszentrums und von Wiesbaden Marketing. Martin Michel ist verheiratet und lebt im schönen Rheingau. Herzlich willkommen, Martin Michel. Herr Michel, Tee oder Kaffee? Kaffee. Um diese Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, gönne ich mir gerne einen Kaffee. Das läutet so ein bisschen den Nachmittag nochmal ein. Ich bin tatsächlich ein Kaffeetrinker und ich liebe guten Kaffee. Und gerade so in den Nachmittagsstunden ist das nochmal so eine kleine Pause, wo man dann nochmal einen Kaffee trinkt und dann kann man den Nachmittag durchstarten. Was verbindet Sie mit Wiesbaden und mit der Region? Sehr, sehr viel. Ich bin unterdessen tatsächlich seit 18 Jahren in Wiesbaden und der Region. Ich komme gebürtig aus Görlitz, bin in Prag geboren. Görlitz ist Partnerstadt von Wiesbaden. So hat man auch dann die Verbindung gefunden. Und als ich vor 18 Jahren tatsächlich damals die Anfrage bekommen habe, ob ich mir vorstellen könnte, nach Wiesbaden zu kommen und in Wiesbaden dann auch ein Stück tätig zu werden, hat mich das unheimlich begeistert. Und ich habe diese Stadt und diese Region tatsächlich lieben gelernt. Ich habe lange Zeit in Wiesbaden direkt hier im Stadtzentrum sogar gewohnt, habe das pure Leben im Stadtzentrum mitbekommen. Und wir sind dann mit meiner Frau vor einigen Jahren tatsächlich in den Rheingau gezogen und fühlen uns da sehr wohl. Und heute leben wir die Region. Wir haben quasi das Beste aus Stadt und der Region vor der Haustür. Und das ist etwas, was uns viel Spaß macht. Und jeden Tag entdecken wir was Neues. Also insofern, wir leben tatsächlich Stadt und Region. Wir sagen auch im Glückstag, dass eben nicht nur an den Stadtmauern Glück endet, sondern ganz besonders auch der Rheingau mit in Verbundenheit dazugehört. Für Sie persönlich Glück, beruflich Glück? Glück ist aus meiner Sicht ein tatsächlich weit gefächerter Begriff. Den kann man gar nicht so fassen, zumal jeder etwas anderes unter Glück versteht. Aus meiner Sicht gibt es so zwei Glücksbegriffe. Das eine ist tatsächlich eben das Lebensglück und das andere ist das Zufallsglück. Das Lebensglück ist für mich tatsächlich der Moment, wo ich sage, das ist eben das Familienleben, das ist Familie, das sind Freunde, das ist Freizeit, die ich auch ein Stück weit selbst beeinflussen kann, während das Zufallsglück tatsächlich ein Moment ist, das ist ganz unvorbereitet. Das kommt auf eins zu, ohne dass man das irgendwie großartig arrangieren kann oder dass man es irgendwie einleiten kann. Also insofern ist das eine tatsächlich für mich etwas, nämlich dieses Lebensglück, was ich versuche tatsächlich im Leben auch umzusetzen, wo ich schaue, wie kann ich meinen Alltag aktiv gestalten, währenddessen eben dieses Zufallsglück hoffentlich auch bei mir dann aufschlägt. Und berufliches Glück? Berufliches Glück ist tatsächlich der Moment, wenn man sagt, dass man es eben schafft, Ideen und Visionen umzusetzen, dass man eben mit Kolleginnen und Kollegen an Projekten arbeitet. Wir haben jetzt vor kurzem unser Rhein-Main-Kongresscenter eröffnet. Das war tatsächlich so ein berufliches Glück, dass wir es geschafft haben, im gesetzten Zeit- und Kostenrahmen das Projekt umzusetzen und wo wir die Möglichkeit hatten, dann eben zu sagen, wir beweisen auch, dass dieses Haus bespielbar ist. Und seit jetzt unterdessen 100 Tagen sind wir am Markt und bespielen dieses Haus und wir haben viele begeisterte Kunden und das begeistert uns wiederum, dass wir mit diesem Produkt absolut richtig liegen, dass wir tatsächlich mit diesem Produkt Begeisterung wecken und das ist auch ein Glücksgefühl. Ja, ja. Ja, nun sind Sie ja Geschäftsführer des Kurhaus, Rhein-Main-Kongresszentrum und Wiesbaden Marketing. Ihr Tag ist ja vorstellbar, pickepacke voll. Woraus schöpfen Sie denn persönlich Kraft? Naja, es sind immer wieder diese kleinen Momente im Alltag, die man sich Zeit nimmt, um tatsächlich vielleicht auch mal durch den Kurpark zu flanieren, sich mit Freunden zu treffen, sich auch sozial zu engagieren, wo man sieht, dass man eben auch helfen kann. Das sind für mich diese Glücksmomente, aus denen ich Kraft tatsächlich schöpfe, die mir auch die nötige Balance verschaffen, zu sagen, zwischen dem Stress, den man tatsächlich im Alltag im Beruf hat und eben dem Freizeitmoment, dass man immer wieder eben kleine Auszeiten für sich findet. Ja, Sie sind ja auch Wiesbaden Marketing, Supporter vom Wiesbadener Glückstag. Der Glückstag ist ja ein reiner Impulstag, also kein weiteres Stadtevent, Kulturevent, Sportfest, einfach ein reiner Inspirationstag. Warum sind Sie eigentlich dann direkt im ersten Jahr, was ja meistens immer das ambitionierteste Jahr ist, sofort mit eingestiegen? Ich finde, das ist ein unheimlich positiver Impuls. Sie haben ja schon viele Impulse in dieser Stadt platzieren können und auch der Glückstag ist für mich ein Moment, wo Menschen zusammenkommen, sich austauschen, wo tatsächlich auch unterschiedliche Generationen beispielsweise aufeinander stoßen und das ist für mich ein tolles Signal, wie diese Stadt auch weiterentwickelt werden kann. Also insofern war das für mich auch klar, dass wir da gerne dabei sind. Und vielleicht soll ja auch nachhaltig viele Jahre von der kleinen Pflanze immer größer wachsen. Vielleicht wird in 5, 6 Jahren mal auf der ITW in Berlin gesagt, ist Wiesbaden nicht
die Glücksstadt. Das wäre ein schöner Gedanke. Das könnte sein. Das ist ein neuer Vermarktungsmoment auch für die Stadt. Ja. Vielleicht, das ist eine schöne Vision. Und Vision braucht man ja auch in so einem Thema. Und wir sind auch keine Worthülse. Wir sind eine der schönsten Städte Deutschlands. Wir haben einen der besten Standort, alle Standortfaktoren. Insofern ist es wirklich keine Worthülse, sondern Glück und Wiesbaden ist zusammengehörig. Das stimmt, das ist eine tolle Kombination, die auch der Stadt gerecht wird. Also insofern Glückwunsch zu dieser Idee. Ja, am 25.09. findet ja der Wiesbadener Glückstag statt. Und wir möchten auch, deswegen haben wir auch viele Hashtags und auch Instagram, dass eben Jugendliche auch erreicht werden. Denn gerade unsere Meinung ist, dass es wichtig ist, Jugendliche auf ihrem nicht so einfachen Weg in die Erwachsenenwelt mit guten, positiven Impulsen stark zu machen. Und jeder hat so den ein oder anderen Impuls. Ich weiß noch bei unserem ersten Gespräch, wo Sie auch sagten, man kann auch mal wieder die Danke-Kultur einfach mal wieder mehr danken und loben, aufleben lassen oder sich mal wieder daran erinnern. Was haben Sie sonst noch für Impulse, wo auch vielleicht Jugendliche mal stark machen? Also ich glaube einfach, dass so ein Projekt davon lebt, dass eben junge Erwachsene sich auch beteiligen und auch beteiligt werden, weil am Ende des Tages, das ist die Zukunft unserer Stadt. Und wenn man die bei so einem Projekt nicht beteiligen würde, das wäre, glaube ich, tatsächlich fatal. Also insofern, für mich ist der Glückstag, und so habe ich Sie verstanden, auch tatsächlich ein Zukunftsprojekt. Ja. Und wenn wir über Zukunft sprechen, da gehört natürlich auch die jüngere Generation dazu. Und ich finde einfach, dass in der Stadt unterdessen unheimlich vieles eben sich positiv entwickelt hat. Wenn ich jetzt daran denke, dass eben auch beispielsweise die Studentenschaft in unserer Stadt sich positiv entwickelt hat. Wenn ich sehe, wie toll und wie großartig die Hochschule Rhein-Main agiert, mit jedem Jahr neue Zuwachszahlen von Studierenden. Wir haben die Apps, wir haben Fresenius in der Stadt. Also insofern sind das tatsächlich Momente, die ich unheimlich begrüße, auch aus Stadtmarketing-Sicht, weil ich sage, das ist eigentlich die Zukunft unserer Stadt. Ja. Und wenn wir es eben schaffen, tatsächlich auch dieses studentische Leben mehr in den Mittelpunkt zu rücken unserer Stadt, dann tut das der Stadt einfach auch gut, weil es immer wieder neue Impulse sind, so ein Stück weit auch gegen die Verkrustung. Dass man einfach eben sagt, wir fördern auch dieses studentische Leben, und ich bin auch dankbar, dass man sich über das Thema Nachtleben auch jetzt Gedanken macht, weil das sind einfach Momente, die auch eine Stadt und eine Stadtqualität und eine Lebensqualität in unserer Stadt ausmachen sollten. Also insofern sind eben Jugendliche und junge Erwachsene unsere Zukunft. Und es gibt viele Momente, wo wir auch aus Stadtmarketing-Sicht, denken Sie an unsere Veranstaltungen, die wir durchführen, natürlich immer wieder darüber nachdenken, welche Plattformen wir auch anbieten dafür, dass tatsächlich jüngere Menschen sich hier treffen und begegnen. Wir unterstützen mit großer Freude beispielsweise auch die Aktivitäten, die am Schlachthof realisiert werden. Das ist eines von vielen Beispielen, wo ich einfach sage, das ist ein Netzwerk, was in unserer Stadt sehr gut funktioniert, was eben darauf auch ausgerichtet ist, dass tatsächlich auch eben ein Angebot für jüngere Menschen in unserer Stadt existent ist. Und das könnte ja der Glückstag auch sein. Und wenn es dann eben innerhalb dieses Glückstages auch Facetten gibt, wo sich Jugendliche angesprochen fühlen und sich auch aktiv beteiligen können, und das ist ja die zentrale Herausforderung, dass man tatsächlich dieses bürgerschaftliche Engagement noch stärker in die Gesellschaft trägt, dann kann man das einfach nur unheimlich positiv begrüßen. Und das ist vielleicht auch eine Zukunftsvision, dass man diesen Glückstag tatsächlich auch vielleicht in die Hände von Jüngeren auch gibt und sagt, lasst uns gemeinschaftlich einen Glückstag kreieren, weil, ich habe es eingangs erwähnt, dieser Begriff Glück ist tatsächlich so viel und breit gefächert, dass man eben sagt, okay, was versteht eben tatsächlich heute ein 15-Jähriger unter Glück, was ist für ihn ein Glücksempfinden und was empfindet ein 60-, 70-Jähriger? Ja. Und wenn man diese Brücken schlägt, glaube ich, ist das ein unheimlich positiver Impuls auch für die Stadt. Ja, also das ist auch großartig zusammengefasst. Und by the way, hinter den ganzen Kulissen sind alles Jugendliche, junge Menschen, auch an einem Projekt wie dem Glückstag dabei zu sein, auch ein Teil zu sein, ist eigentlich auch glücklich machend. Und genau, ich wünsche mir auch noch einen hochbetagten 90-Jährigen im Glücksinterview und gerne eine quirlige 11-Jährige mit ihren Visionen. Denn auch das ist Glück, dass man eben alle, ob altersunabhängig, kulturunabhängig, dass alle, ob Birnbaum, ob Wellritzstraße, dass alle sich mit dem Glückstag im Laufe der Zeit vielleicht mehr oder weniger identifizieren. Und wie auch damals gesagt bei unserem Treffen, jedes Danke an dem Tag mehr, jedes Lächeln mehr, sagte Gordon Bonnet, auf der Straße, ja, ist auch schon mehr Glück in Wiesbaden. Das ist im Grunde ein wunderbarer Schlussgedanke. Haben Sie vielleicht noch ein Glückszitat, Gebet oder Lied für die Zuschauer? Kein direktes Zitat oder Lied, aber ich glaube,
dass dieser Vers, dieser Spruch, jeder ist sich seines Glückes Schmied, ist, glaube ich, etwas, was jeden trifft. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass wir sind selber ein Stück weit eben auch aktiv beteiligt, unser Glück selbst zu finden und selbst zu gestalten. Und das ist eben dieses Thema, dass man eben auch in seinem Freundeskreis beispielsweise, im Familienkreis eben tatsächlich dafür sorgen kann, dass man auch ab und zu mal ein Lächeln produziert. Ja. Und eben dann auch mal Danke sagt, was eben heute auch nicht mehr ganz so selbstverständlich ist. Und wenn man das schafft, glaube ich, hat man ein glückliches Leben, welches man führen kann. Also insofern ist das tatsächlich mein Glücksbegriff. Dann sage ich ganz herzlich Danke für Ihre Zeit. Gerne. Heute ist die Wiesbadener Weinwoche. Es ist wahrscheinlich direkt wieder gefüllt mit vielen Terminen. Und wir haben passend zur Weinwoche, aber auch eine innovative Idee. Habibi ist von dem 21-jährigen Valentin. Der ist Health Campaigner, hat ja schon mal ein Kinderkochbuch gemacht. Mittlerweile studiert er. Habibi heißt Freund, Schatz, Liebling. Habibi soll die Jugendlichen oder die Menschen ab und an, vielleicht die morgens wieder auf der Arbeit müssen oder danach noch mit dem Auto nach Köln fahren müssen, doch dazu animieren, mal einen alkoholfreien Sekt auszuprobieren. Das ist ein Holunder-Sekko. Und ja, ich hoffe, dass der Habibi mit vielleicht ihrer Frau oder mit lieben Menschen eisgekühlt getrunken wird und sie an das Interview heute erinnert. Vielen Dank. Vielen Dank, ich habe zu danken. Dankeschön.